Doch, nächst bitte. Bitte nehmen Sie Platz. Herr Kaiser. Mit EI. Vorname? Cäsar. Sagen Sie, sind Sie da mit dem Telefon? Ja, nein, das ist jetzt aber lustig. Ich habe gerade kürzlich die Nummer gehört. Ja, bis Freunde. Bis Freunde. Ausgezeichnet, ja, was fehlt es denn? Eine Hypersensibilität, ja. Sehr verbreitet heute. Mhm. Schwester Rösli, noch einen Moment bitte. Herr Doktor. Sagen Sie, was hämmern die jetzt plötzlich wieder? Ich meinte, sie fertig. Können Sie mal schauen. Ja, Herr Kaiser, ja, was haben wir gesehen? Ihre Konzentrationsschwierigkeit, ja. Und der Baulärm, der stört Sie beim Dichten. Ah, Sie sind an einem neuen Programm. Ja, sagen Sie, schreiben Sie das alles selber? Sie, das nimmt mich schon lange wunder. Wo nehmen Sie ja immer die Idee her? Das ist doch sicher. Moment bitte. Ja? Doch, stellen Sie sie da oben. Ja, bitte noch, Frau Hösli, wo fällt's denn? So ist er. Seit wann? Seit heute Morgen? Haben Sie gemessen? Wie viel? Können Sie mir das Luther reden? Verstanden Sie nicht? 58,8? 38er? Was sagt er? Der Puls hämmert. Wir haben es im Nacht. Schwester Rösli, nur einen Moment, Frau Hösli. Hier? Doch, ganz und das ruhig, schade ich es nicht. Ja, Schwester Rösli, aber Sie können nicht oben. Sie siegen gerade an der Fels. Das mich am meisten lärmen. Morgen ging es dann besser. Sind Sie da, Frau Hösli? Morgen ging es also besser. Noch ganz und das, dreimal zwei Tabletten nach dem Essen und liegt es mal wieder an. Bitte, danke schön an dir, Frau Hösli. Hösli. Ja, was warten Sie, Schwester? Rösli. Ein von den Arbeitern hat Schwierigkeiten mit dem Stein. Klar, Sie ab was für Stein, dann soll er sich abziehen und mal anlegen. Ziegelstein. Aber Sie können nur Praxis tragen, außer nur geht es nicht. Sie sollen machen, dass das Dach fertig wird. Wie ist mir gleich? Ja, Herr Kaiser, ja. Wo sind wir gewesen? Ja, eben Ihre Konzentrationsschwierigkeiten. Beim Dichten, richtig. Aha. Ich habe verschiedene Gründe gehabt, physiologische, psychologische. Im Park neben Ihnen, ein Hochhaus. Ah ja? Da sägen Sie Bäume ab. Ja, mit Watten in den Ohren, wo das nicht? Können Sie nicht dichten mit Watten in den Ohren? Wo müssen Sie nicht fortschreiben? Also Sie sind gesehen. Wo? Im Tessin. Ist auch gebaut worden. Schwester Rösli! Was sagen Sie schon wieder, Schwester? Ich habe gar nichts gesagt. Was Sie sagen, nicht was Sie sagen. Sie sagen Bäume ab. Ja, noch etwas? Ja, der Maurer ist da, er hat aber kein Wasser. Ja, ohne Wasser kann ich keine Diagnose stellen. Es ist wegen dem Pflaster. Aber im Labor können der Wasserschlauch anschrauben. Man soll machen, was er für nötig findet. Ja, Herr Kaiser, ja, wir müssen immer sehen. Ja? Ah, was? Maurer? Ja, los ist jetzt, habe ich gerade der Schwester gesagt, sie soll in ihren Wasserschlauch anschrauben, wo sie dann. Ich hoffe, dass das Zeug fertig wird. Was, Medizin? Also, Sie sind der Herr Maurer. Ja, sind Sie. Verbinden Sie gerade mit der Schwester, Moment bitte. Schwester Rösli, der Herr Maurer will sie. Nein, nicht der mit dem Wasser, der mit dem Zucker. Ja, also Zuckerwasser haben wir gesagt. Das ist gut für die Nerven.
Leben fort geht zum Mauern. Zum Dichten. Also, Sie haben gesehen, wo? Am Regen. Bulldozer vor dem Hotelfenster. Und in der Stadt, im ruhigen Restaurant, Kunsthallen am Nachmittag oder so. Was stört Sie denn? Auf der Straße lang? Ja, mein Lieber, Sie sind wirklich gar überempfindlich. Schwester Rösli, machen Sie das Fenster zu. Ja, Wahnsinn. So, sei laut! Ja, strecken Sie mal die Zunge raus. Hallo? Ja? Was? Ja? Dachdecker sind ziemlich fertig. Ja, ich auch. Nehmen Sie die Zunge wieder rein. Wie? Ja, Sie können es auch wieder reinnehmen. Nein, ist nicht schlimm. Was ist denn das Neues? Ja, Sie brechen das die Veranda ab. Gehen Sie am Herr Dings, wie? Kaiser, ja. Librinol, Amphetilen und Cordyceps-Zäpfel. Wenn es nicht nutzt, hören Sie auf Dichten, das ist das Einfachste. Wieso brechen die Veranda ab? Das ist doch nicht besprochen. Der Beton sei voll, der lebt nicht mehr lang, sagen Sie. Hallo, leben Sie noch? Gurken Sie fleissig. Und so einen Betonwickel. Alter anwickeln. Nicht Fetz essen, kein Schweinigs, kein Rösti. Bitte dann schon an, Schwester Rösti. Rösti. Alle 14 Stunden Tabletten statt Dichten. Wer wartet noch? Frau Kreienberger. Du heiligen Eskulat. Du stehst mit dem akuten Schnurrenflutterin. Was ist das? Das Trottoir wird aufgerissen. Wegen der Kanalisation. Ja, nehmen Sie es ruhig, Herr Kaiser. Ihr Problem ist eine Überreizung vom vegetativen Kanalsystem. Nervensystem. Ich habe heute Tausende von Leuten. Wir? Die meisten müssen nicht dichten, ja, da haben sie wieder. Kanalisationsschwierigkeiten? Nein, Konzentrationsschwierigkeiten sind zu beheben durch eine gerechtere Fluglärmverteilung. Scheint's. Nicht so viel dichten, viel frische Luft. Schwester Rösli, viel laufen, flüssig gurgeln, Harnsäure kontrollieren. Schwester Blösli, Rösli, ganz am Herr Dings, wie? Kaiser, ja. Sagen Sie, sind Sie da mit dem Telefon? Ja, nein, sicher. Das ist jetzt einfach lustig. Ich habe gerade kürzlich Ihre Nummer gehört, ja. Bis Freunde. Ausgezeichnet, ja, Schwester, was haben Sie mit einer Spritze vor? Du bist plötzlich so ruhig. Eben drum. Wir haben genau 3 Stunden. Absolute Ruhe, Herr Doktor. Ach, schau an. Und ganz im Herr Kaiser auch noch eine Spritze. Ich auch. Zum Mitnehmen. Als Selbstschutz beim Dichten. Anti-Doping. Das ist die Lösung. Frau Kreienberger, bitte. Machen Sie sich frei. Schwester Rösli. Spritze.